Seconds out. Ich suspendiere. Jetzt muss ich Gas geben. Pass auf, dass du bleibst. Box. Fünfte Runde. Andreas Idan hat die einfache Devise ausgegeben. So, jetzt riskier was. Scheißegal. Soll auch trotzdem die Deckung dicht halten. Wurde ja schon im Jahr 2003 Profi. Cetinkaya mit einem Sieg über Marco Reinchen. Und dann folgte eine Brücke über Altmeister Mario Schießer, der sich danach vom Boxsport zurückzog. Dann ist so ein bisschen stehen geblieben in seiner Weiterentwicklung, Cetinkaya. Und so ganz risikofreudig ist er nicht. Aber es ist wirklich nochmal gesagt, es ist unwahrscheinlich schwer, hier an der Linken vorbeizukommen. Immer wieder schlägt sie ein. Also wenn man seine langen Arme gekonnt einsetzt, so wie es Goran Gogic macht, dann ist es für einen kleineren Mann fast unmöglich, da einigermaßen zu Werke gehen zu können. Hier mal versucht, hier der rechte Haken landet aber weit vor Gogic. Schaut er kurz in die Ecke zu Sidan, also mit seinen Bemühungen alles auf eine Karte zu setzen, ist es bislang nicht allzu weit her. Eine Minute zehn noch. Ne, wenn so mal so ein Heumacher sitzt, wenn man nicht aufpasst, dann kann es werden, aber Gurkutsch ist sehr aufmerksam. Variiert auch schön mit seinen Schlägen, wieder mal der Versuch eines Aufwärtshakens. Allerdings auf der Brust gelandet. Gokic ebenfalls drei Niederlagen gegen Balu Sauer 2004. Da kämpfte er um die internationale deutsche Meisterschaft gegen Konstantin Onofrei aus Rumänien verlor. Und auch gegen Pedro Carrion, so wie die Kürzeren. Die letzten 10 Sekunden. Immer wieder das gleiche Bild. Cetinkaya, praktisch ohne Chance. Das war gut so, aber du hast so schön oben getroffen. Ja? Und dann nimmt er die Deckung schön hoch und dann kannst du schön unten zum Körper hinterhergehen. Links oder rechts. Ja, hast du gehört? Ich will auch. Was? Gut, alles klar? Pass auf, der kommt gleich am Anfang. Ah, ja, der will nochmal. Der will gleich nochmal. Pass auf. Mach's dann gleich, ja? Hast du gehört? Ja? Schön lang und gleich mit links auf. Und schon links, wenn du links deinen Jab als erster drin willst, dann kann er auch nichts weitermachen, ja? Okay? Letzte Runde. Ja. Ringfall zur sechsten und letzten Runde. Seconds out. Sechste und letzte Runde. Ja, jetzt muss Cetinkaya wirklich alles auf eine Karte setzen. Angreifen, versuchen irgendwie zum K.O.-Trunken, ist es unmöglich noch hier das Ding zu drehen. Gogic, gelernter Kaufmann, begeisterter Skifahrer und hat ein großes Vorbild, das heißt Wladimir Klitschko. Ich denke, Cetinkaya hat sich hier mit seiner Niederlage abgefunden.
So richtiges Aufbäumen sieht anders aus. Aber muss eben gegen einen Mann wie Goran Gogic erstmal über die Runden kommen. Sich einigermaßen ausziehen. Das hat er zumindest geschafft. Bis 1,40. Gut, und jetzt sogar selber. Schöne Links-Rechts-Kombination. Ja, aber wenn er da mal angreift, dann fehlt ihm einfach die Distanz. Da bleibt er stehen, statt nach vorne zu gehen. Und dann landen seine Schwinger überall noch nicht da, wo sie hin sollen. Schön nochmal die Rechte von Gogic. Einfach nochmal durch, links, rechts. Aber vertragen kann er einige, den Kaya. Aber es gibt ja einen Bibelspruch, geben ist seliger denn nehmen, und er nimmt einfach zu viel, Chetin Kaya. In seiner Ecke schaut man auch etwas betröppelt da nach oben. Auf das Treiben des Schüttlings Andreas Sidon und Mirkus Koko arbeiten dort. Oh, noch mal eine Rechte zum Schluss. Oh. Ja, wenn das dumm gelaufen wäre, da hätte er hier 5 Sekunden vor Schluss noch mal einen richtigen gefangen und hätte einen Abflug gemacht. Aber naja, alles in allem klare Sache hier für Goran Gogic. Mal ein Blick hier in die Halle des Estrel Hotels in Berlin, wo der Kampf stattfindet. Also Andreas Sidon hier in der Ecke von Chetin Kaya im Estrel Convention Center, wie es ganz genau heißt. Nochmal die Zeitlupe hier von den guten Aktionen von Gogic. Linke, rechte, nochmal die rechte. Der während des gesamten Kampfes niemals in Gefahr war, hier irgendwie Unheil zu erleiden. Ja, dieser Chetin Kaya schon ganz andere Dinge einstecken müssen. Dennoch, wir warten auf das Urteil. Holger Wiemann, der Ringrichter Oliver Brien und Jürgen Langos werden jetzt hier punkten. Oder haben schon gepunktet, hoffentlich. Ringsprecher Wolfgang Ley wird es hier gleich das Urteil bekannt geben. Eine große Überraschung dürfte es sich geben. Dauert immer ein bisschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Urteil, das Kampfgericht entscheidet, einstimmiger Sieger nach Punkten aus Hamburg, Goran Gogic. Also Goran Gogic, einstimmiger Punktsieger. Aber wir bedanken ja, uns und auch ich denke, wir werden von ihm noch einige gute Kämpfe zu sehen bekommen. Kampf. Und wir gratulieren Holger Wiemann aus Berlin, der jetzt offizieller Ringrichter des BDB ist. Herzlichen Dank.